Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, eben haben wir die aktuellen Zahlen bekommen. In Koblenz sind mittlerweile 95 Menschen positiv getestet, im Landkreis Main-Koblenz 158. Das bedeutet insgesamt 253 Menschen. Die Zahlen der Neuinfizierten steigen also weiter. Von daher ist es wichtig, dass wir sehr stringent die Rechtsverordnung weiter umsetzen. Leider haben wir heute auch einen weiteren Toten zu beklagen. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen und den Freunden. Wir tun weiterhin alles, um Sie bestmöglich zu schützen. Bitte seien Sie dort auch weiterhin an unserer Seite und unterstützen Sie uns. Beachten Sie ganz konsequent das Kontaktverbot. Es ist wichtig, dass Sie in der Öffentlichkeit mit nicht mehr als 2 Personen gemeinsam unterwegs sind und das auch im entsprechenden Abstand von 2 Metern. Ich danke allen, die aktuell helfen, dass wir das umsetzen können. Wir brauchen Sie aber auch als ehrenamtliche Helfer. Wir sind im Moment dabei, Pflegehilfskräfte zu schulen. Dabei stehen uns die Kliniken zur Verfügung, genauso wie die Pflegeschulen. Wenn Sie in der Lage sind, solch eine Arbeit zu verrichten, wenn Sie sich das zutrauen, melden Sie sich bitte über engagement@kvmück.de. Hier können wir Sie dann innerhalb von 2 Tagen ausbilden und Sie können pflegeunterstützende Leistungen erbringen. Die brauchen wir im Moment dringend. Seien Sie an unserer Seite. Machen Sie mit, wenn Sie es sich vorstellen können. Wir bitten Sie auch weiterhin, halten Sie Abstand bei Ihren Einkäufen. Und bitte, seien Sie vernünftig. Hamsterkäufe sind überhaupt nicht notwendig. Es ist genug da für alle, wenn wir uns alle vernünftig verhalten. Von daher, bitte seien Sie rücksichtsvoll, nehmen Sie Abstand und denken Sie auch an die Menschen, die in den Lebensmittelgeschäften arbeiten. Was ist noch heute wichtig? Die Special Olympics, die im Mai stattfinden sollten, haben wir verschoben. Wir danken den Organisatoren, dass Sie wirklich so verantwortlich mit der Situation umgegangen sind. Wir haben auch schon einen neuen Termin für Sie gefunden. Vom 10. bis 12. Mai 2021 werden die Landesspiele Special Olympics hier bei uns in Koblenz stattfinden. Ich freue mich darauf, weil dann auch wieder Normalität eingekehrt ist. Seien Sie auch dabei an unserer Seite. Zum Schluss muss ich leider noch mal etwas Ernstes erwähnen. In der letzten Nacht mussten wir leider 2 Corona-Partys auflösen. Das ist überhaupt nicht lustig und da habe ich 0 Verständnis für. Sie können gewiss sein, wir werden hier mit aller Härte durchgreifen und die möglichen Strafen, die bis zu 25.000 Euro gehen können, auch entsprechend verhängen. Wir können uns das nicht bieten lassen. Nicht der Spaß von Einzelnen darf die Gesundheit oder das Leben vieler kosten. Von daher seien Sie wachsam, wenn Sie so etwas in Ihrer Nachbarschaft feststellen, informieren Sie uns. Wir kommen. Das verspreche ich. Bleiben Sie alle gesund.